Katzi, komm her. Kuscheln. Ja, kuscheln. Danke. Oh, mein kleines Baby. Kuscheln wir ein bisschen? Setz dich. Doch. Bitte. Bitte setzen Sie sich. Mein Kätzchen. Wo ist Apollo? Warum kommt er nicht mit uns kuscheln? Schläft er? Schläft er noch? Nur wir sind wach. Papi und Apollo schlafen. Aber wir reden jetzt so laut, bis sie aufwachen. Weil sie jetzt auch wach sein sollen. Wenn wir wach sind, sollen sie auch wach sein. Was ist los? Bubi? Bub. Cosmo gibt immer Bubi. Lilly hatte Angst davor. Niemand hat sie je nach einem Bubi gefragt. Arme Lilly. Apollo, wenn du hier einen Vogel siehst, musst du mir direkt Bescheid geben. Wir werden diesen Flugschnitzel so richtig in Meinung geigen. Ich glaube nämlich, einer von denen hat auf unser Wohnmobil gekackt. Wusstest du gesagt, auf unser Wohnmobil? Welcher von denen? Ich glaube, der fliegt hier gleich vorbei. Das ist. Dann zeige ich dir den. Guck mal, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Gleich kommt er hier. Warte, jetzt. Wow, der war viel zu schnell. So schnell können wir gar nicht reagieren und ihm sagen, was er falsch gemacht hat. Na, Katzi? Machst du es dir bequem? Ja? Dann bleib doch da sitzen. Willst du nicht? Nein? Okay. Ja, was denn? Fenster? So? Besser? Ja? Kannst du gucken, ohne dass andere Leute uns angucken? Ja? Ja, wir gehen gleich nochmal mit dir spazieren, bevor wir zurückfahren, ja? Ich habe Apollo gefunden. Er schläft. Ja. Hast du schon was Spannendes entdeckt? Tati. Oder nur Leute? Hunde? Hast du Hündchen gesehen? Hallo, Apolli. Warum versteckst du dich hinter mir? Du kannst auch aus dem Fenster gucken. Du hast so Angst. Willst du nicht? Nein. Ihr habt einige Fragen über Lilly gestellt. Und zwar ist Lilly 9 Jahre alt und nein, man kann nichts mehr für sie tun. Aber man sollte sie jetzt natürlich auch nicht einschläfern. Ihr geht's soweit noch ganz in Ordnung. Sie hat noch ihre Lebensqualität. Sie kann essen, sie kann trinken, sie geht ganz normal auf Toilette, sie kuschelt und lässt sich krabbeln. Deswegen besteht überhaupt kein Grund dazu. Aber trotzdem ist ihre Krankheit unheilbar und man kann jetzt nicht mehr wirklich was dagegen tun. Das ist bei Nierenkrankheiten einfach so. Irgendwann kann man nichts mehr tun. Deswegen müsst ihr bei euren Katzen immer aufpassen, wenn sie Trockenfutter essen, dass sie wirklich sehr viel trinken. Man kann es zum Beispiel mit Suppen ausgleichen. Achtet auch unbedingt darauf, dass das Futter, welches ihr gebt, weder Zucker noch Getreide beinhaltet. Sonst kann es zu Übergewicht bei Katzen führen oder anderen Erkrankungen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die 20 Jahre lang Trockenfutter an ihre Katze verfüttern und einfach Glück gehabt haben und ihrer Katze ist nichts passiert. Das ist tatsächlich kein Richtwert. Es gibt auch viele Menschen, die rauchen ihr ganzes Leben lang und denen passiert nichts. Und es gibt welche, denen passiert dann doch was.
Deswegen ist eine artgerechte Tiernahrung wirklich wichtig. Aber ich kann auch verstehen, dass manche Menschen das nicht tun können, weil die Katze das einfach nicht akzeptiert. Es gibt wirklich mäkelige Katzen, wo es wirklich lange dauert, bis sie mal was anderes akzeptieren, außer ihrem schlechten Futter. Bei uns ist zum Beispiel Apollo so ein Fall. Nein, nicht im Vorgarten. Kommen Sie, Kosmos. Wo gehen Sie hin? Guck mal, Cosmo, wer da ist. Leo! Leo! Cosmo, komm her. Komm her, ich zeig dir was. Guck mal, Leo. Ja. Oh. Ja. Böse, hieß, böse. Ne? Nein, der hat ja Miau gemacht. Nö, du willst überall dabei sein, ne? Ja, ich glaube, er möchte Cosmo dann ein bisschen dafür bestrafen, dass er hier ist. Nein, der ist so. So wie Cosmo das jetzt auch kriegt mit er aber einen langen Hals. Ja, siehst du? Jetzt kriegt er einen langen Hals. Oh, guck mal hier, guck. Cosmo, komm her, ich zeig dir was. Komm her, ich zeig dir was. Geh, der bleibt jetzt hier immer noch. Ja? Geh mal hoch, setz ihn nochmal hier oben drauf. Der soll mal zur Terrassentür kommen. Nee. Oh, guck mal, Cosmo, ein Puppenhaus für dich. Leider ist hier der Rasen auch gemäht. Ist doof, ne? Was denn? Ja, nach hinten, ne? Mhm. Ja, klar. Guck mal. Da habe ich ihn angerufen, ich sage, Udo, was guck mal, Cosmo, Leo und Lilly. Oh, joi. Hast du gerade gefaucht? Ja, klar. Sag nicht so. Guck mal, die sind nett. Ja, die nehmen wir. Die wollen dich nur gucken. Oi. Oh, okay, Leo ist nicht so nett. Nein, Baby. Aber Cosmo, ich sag dir ganz ehrlich, der ist ein bisschen, der ist eine Gewichtsklasse größer wie du. Nee. Cosmo wiegt genauso viel. Ja? Ja, Leo wiegt 6 und Cosmo wiegt auch 6,5 sogar. Aber Cosmo ist größer als Leo, deswegen sieht Leo so dick aus, weil er kleiner ist. Cosmo, du machst gar keine anderen Katzen. Ui. Oh, jetzt geht's aber los hier. Echt schön. Ja. Ah ja. Hau ab. Lilly macht gar nichts. Lilly ist das egal. Naja, das geht's ja auch nicht gut. Ja, aber sie ist ein Mädchen vielleicht. Ja, nicht daran. Sie ist aber wirklich, ne? Sie ist wirklich süß. Ja, Leo ist schon hier drüben. Ja, der kann er retten, ne? Ach, Leo. Ach, Kätzchen. Vor allen Dingen. Uiuiui. Ja, stimmt, Schwänzchen auch ganz aufgepauscht. Total fuschig. Cosmo ist schon weg. Er ist schon hier gucken. Leo, ne? Hier ist was los, hä? Jo. Cosmo. Der sieht aus wie eine Klobürste jetzt hinten. Ja. Cosmo auch ganz aufgebauscht. Ja. Leo würde gerne jetzt rausgehen. Genau die gleiche Situation haben wir immer mit Noah. Nur, dass Cosmo dann so immer drin bleiben gar muss. Nein, da ist Noah. Hier, gleich, zack. Jetzt rennt er rüber, pass auf. Ja, du musst weitergehen. Ein Zimmer Leo, weiter. Leo, komm. Zurück. Hier sind wir jetzt. Wir gucken jetzt Lilly. Jetzt findest du den Weg nicht mehr zum Glück, oder was? Ja, das ist auch ein Hortensien. Ja, und Cosmo ist jetzt so wie Noah. Er geht einfach durch den Garten, guckt sich alles an und denkt sich so, jo, du bist doch eh eingesperrt. Was ist los, Katzi? Hast du hier was gefunden? Hm? Hier laufen ganz viele Freigängerkatzen rum, die haben da Pipi gemacht, deswegen riechst du das.
Tja, fremde Gärten sind halt super interessant. Was willst du machen? Oh, muss das Gärtchen wieder reingetragen werden? Hat es jetzt genug spaziert? Und möchte nicht nach Hause? Nein, ich will nicht zurück. Ich will noch mehr spazieren. Guck mal, Cosmo, hier gibt's Rasen. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel, glaube ich. Ja, Rasen.